So, also, wir wollen aber mal zu Evermore-Inseln, um endlich den Spruch zu holen, auf den wir so lange gewartet haben. Hallo, ihr wollt reisen. Tartalia ist richtig, ja. Los. Flup, flup, flup. Fliegen. Weil die Gegend hier verbuggt ist und andauernd abstürzt. Und wenn ich nicht fliege, das Spiel abstürzt. So. Heute ist der falsche Tag, ja? Mittwoch. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. So, Donnerstag. Freitag. Einmal ordentlich schlafen. Samstag. Testen, ob wirklich Samstag ist. Jo. Und Sonntag. Ahoi! Anker hoch und Segel setzen! Sehr schön. Du zaubern, fliegen. Und weg. Das war westlich. Jo. Bitte, bitte sei noch da, zaubern. Kostet immer noch 16.200. Sonst wirst du vernichtet, Hütte. Willkommen in der Gilde des Wassers. Leuchtfeuer. Oh, sogar noch 15.057. Umso besser. So, du Leuchtfeuer. Sie. Wie kann ich den benutzen? Ganz einfach, Talana. Du zauberst Leuchtfeuer. Dann hast du hier 5 Plätze. Wenn ich auf einen davon raufklicke, wird dieser Ort hier abgespeichert auf diesem Platz. So zum Beispiel. Dann dauert es eine Weile, bis du wieder zaubern kannst. Genau, so. Jetzt hast du wieder ein Leuchtfeuer. Jetzt könntest du wieder auf eine Plätze was setzen. Oder du drückst hier drauf und kannst dich dann zu diesem Punkt zurück teleportieren. Das klingt doch irre praktisch, hm, Talana? Jo, ist es auch. Das heißt, wir springen jetzt nach Celeste. Und gehen hier zu unserem Lieblingsplatz. Das wäre nämlich der Waffenhändler, der Rüstungshändler, die Taverne und die Trainingshalle. Und machen hier auch einen Sprungpunkt. Allein um diese 20 Sekunden zu dem Teleportpunkt zu sparen. Weil wir es können. So, einziger Haken ist, die halten nur in Anführungszeichen 84 Tage. Also er muss zwischendurch mal raufgucken und sehen, ob der Sprungpunkt bald verschwindet oder nicht. Und dann kann man halt kurz hinspringen, den Sprungpunkt neu setzen und dann wieder weggehen. Oder auch nicht, wenn es kein wichtiger Sprungpunkt war. Aber gut, wir haben jetzt 1000 Gold. Wir haben keine kistenweise Wein, die wir irgendwo abgeben müssten. Wir haben nur total zugemüllte Druiden. Ja. Gut, wir wollen jetzt Gold machen. Und zwar ganz viel Gold, damit wir uns die ganzen Stufenaufstiege hier leisten können. Das heißt, jetzt geht es nach... Wo war das noch gleich? Hier oben. Von hier fliegen wir weiter. Zing. Und zwar nach Afli zur Titanenfestung. Das könnte sehr interessant werden. Na, fährst du gerade? Ja. Los geht's. So, fliegen. Du kannst schon mit Waffen anfangen. Wir werden nämlich alles brauchen, was wir haben, um gegen Titanen bestehen zu können. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, den haben wir. Bewahrung brauchen wir. Fackellicht brauchen wir. Ganz viel Lichtzauber brauchen wir. Und wir könnten die hier mal alle töten. Die geben auch ganz gut Gold. Also stellen wir uns jetzt hier hin und warten, dass die kommen. Ja, die halten mehr aus, als ich dachte. Okay, Planänderung. Wir fliegen weg. Wir machen den Zauber. Fliegen weiter weg. 2 haben wir umbringen können. Das ist echt lächerlich. So.
Was fehlt jetzt noch? Ich glaube nichts, oder? Okay, töten. Das heißt, du kannst ganz kurz... Hey, wir bräuchten ganz kurz sein, sauber fertig sein. Genau. Dann stellst du bitte Hirnschlag ein, damit auch du Schaden machen kannst. So, jetzt fängt das Töten an. Oh, 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 oh. Oh, da sind sogar die Garstigen dabei. Ganz schön viele sogar davon. Urweiber 9 Schadenspunkte. Das ist nicht viel. Ist doch gleich kaputt. Kaputt. Kaputt, sage ich. Oh. Also wir sind zwar schon ziemlich mächtig geworden. Im letzten Jahr jetzt ja schon. Also vor einem Jahr wurden wir die Herren von Hamdale. Bisschen mehr als ein Jahr jetzt. Aber so übermächtig sind wir noch nicht wirklich. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen immer noch vor den Gegnern weglaufen. Wir können ja einfach stehen bleiben und sie alle umbringen. Wir hinterlassen eine runde Spur von Leichen. Nichts geht über einen guten Kampf. Hast du vollkommen recht. Außer vielleicht viel mehr Zauberpunkte haben. In einem guten Kampf. Talana braucht irgendwas Neues, fällt mir gerade auf. Der Säurestrahl war zwar bis vor kurzem ein sehr mächtiger Zauber, aber jetzt ist er irgendwie ein bisschen albern geworden. Im Vergleich zur Implosion. Aber Wassermagie hat da nicht so viele andere tolle Sachen. Diese Eisbombe ist einfach nur albern. Na gut, wir... Ah, du bist gleich kaputt. Das tut irgendwie weh. Geruga macht 14 Schaden, 27 Schaden mit dem Säurestrahl. Drei Schaden mit dem Pfeil. Boah, doch. Habe ich unterschätzt, es waren doch gerade wieder 72 Schadenspunkte oder so von Talana. Wir haben gleich keine Zauberpunkte mehr zu fliegen. Gut, dass sie welche regeneriert. Wegen dem einen Gegenstand. So, 6000. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes? Haben wir noch was zum Verkaufen gerade bekommen? Nö, ne? Nö. Ja, wir können trotzdem mal zurückspringen. Dahin. Ach ja, das ist schön. So, wir brauchen Essen. Auch wenn es hier tierisch teuer ist. Etwas zu trinken? Oder auch nicht. Ich hätte das irgendwie teurer in Erinnerung. Oder war das unten in Brakada? Ich hoffe euch gute Nacht. Na gut, sei es rum. So, einmal gut ausgeruht. Gut durchgebufft gleich. Und dann prügeln wir weiter. Darf die eine Axt kann noch weg. Vielen Dank. Die beste Ausbildung des Landes. So, hervorragend. Du kannst schon nicht mehr. 37 Fähigkeitspunkte. Das erhöhen wir dann mal. Eigentlich Lichtmagie, damit sie mehr Punkte bekommt. In allem. Also alles mehr Stats bringt, länger hält und so weiter. Richtig. Oder Körpermagie, damit sie mehr heilen kann. Die anderen beiden, ich weiß nicht so wirklich. Also Seele sollten wir auf jeden Fall auf Großmeister bekommen für Resurrection. Also die richtige Wiederbelebung. Nicht das einfache Wiederbeleben. Also es gibt ja ohnmächtig, tot und ausgelöscht. Und ausgelöscht kann man halt nur mit Großmeisterrang kurieren, in Anführungszeichen. Nee. Na komm, muss gemacht werden, machen wir es also. Und einfach nur der Form halber wird sie auch Geistesmagie Großmeister. So, was mit dir? Du hast 54 Punkte. Dafür bekommst du mehr Mana oder mehr Luftmagie. Weil Luftmagie ist echt irre praktisch.
Sie kann nur leider keinen Starfall lernen. Also auf Großmeister-Rang gibt es einen Spruch, der macht Flächenschaden. Da fliegen Kometen vom Himmel runter. Damit kann man sehr gut ganze Gruppen von Gegnern besiegen. Aber wie gesagt, als Druide kann sie das nicht. Kriegt trotzdem einen Punkt drin. So. Meditation, Meditation. Alchemie braucht sie nicht. Schild. Soll sie noch Experte werden? Nee. Jo, einfach mehr davon. So. Du, Wassermagie bist du schon bei 12. Jetzt, wo sie mit Wassermagie nicht mehr ganz so viel Schaden macht, könnten wir vielleicht mit ihr doch auf Licht umwechseln, aber nicht unbedingt wegen den Buffs, sondern wegen dem Zaubern. Einmal der Solarstrahl, einmal das Prismending. Das macht zwar nicht so viel Schaden, aber es macht Schaden auf jedem Gegner. Klingt also doch echt nicht schlecht. Aber ich glaube, da brauchen wir erstmal ein paar Stufen auf Vorrat, damit wir das Lichtmagie hoch genug bekommen, also schnell genug hoch genug bekommen. Das heißt, die 17 Punkte behalten wir erstmal. Das solltest du steigern. So, jetzt habe ich vergessen, einen Sprungpunkt zu setzen, bevor ich mich wegteleportiert habe. Das heißt, wir müssen nochmal. Menno, nicht gut vorbereitet. Außerdem sind dadurch die Buffs jetzt nachher wieder alle weg. Fährst du nach Afli oder müssen wir fliegen? Guten Tag. Wir müssen fliegen. Also, nächster Tagesordnungspunkt. Wir fliegen nach Afli. Und sobald wir da angekommen sind, machen wir einfach einen Sprungpunkt auf den Boden. Damit wir uns den Flug hier jedes Mal sparen. Falls wir dann noch öfter springen müssen. Und dann, wenn die Weibern tot sind, können wir uns noch einen Sprungpunkt setzen bei der Titanfestung. Wobei wir dafür erstmal die ganzen Wassernymphen da umbringen müssten. So. So. Sprungpunkt. Da. Du. Waffen meins. Schon mal Richtung Weibern fliegen. Oder wir töten sie aber alle mit dem Bogen. Das wäre richtig oldschool. So. Du. Den haben wir schon. Den. Das könnten wir echt. Ich glaube, wir können sie jetzt im Nahkampf niederprügeln, diese einfachen Weiber. Jo. Sogar die Gehörnte. Nicht schlecht. Wer braucht Zauber, wenn wir Zauberstäbe haben? Nicht zu sagen, Zauberknüppel. Bei den Lilern wird das aber nicht klappen. So, mit. Hammer. Oh, das tut irgendwie weh. Das tut irgendwie weh. Oh. Ja, Talaran geht auf den Deckel, ist okay. Wir hören ja schon auf rumzuspielen und töten einfach wahllos. Kaputt. Noch Handschuh. Gold sieht auch sehr gut aus. Und bestimmt liegt hier noch irgendwo was Wertvolles auf dem Boden rum. Eine Blume? Nö, nicht so wirklich. Da ist ein Edelstein gewesen. Da hinten. Heilt mich mal jemand. Ja. Machen wir gleich. Du heilen. Alle. Blatt. Das tut irgendwie weh. Okay, das ist vorbei. Oh. 430 und 460. Weil manchmal kann man Gegner mehrfach looten, wenn man Glück hat. Also Glück als Attribut, nicht, ne? Ich als Mensch Glück.
Also ich als Mensch, der spielt. Obwohl, wenn ich als Mensch, der spielt, Glück habe, dass mein Charakter, den ich spiele, Glück hat, dann kann man es wohl mal tun. Wir wollen ja nicht pedantisch sein oder so.